Hallo zusammen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier ein Eicher ER400 in der Beta-Variante noch. Da wurde wohl noch was dazugebaut, den hatten wir glaube ich schon, wenn man sagt das Teil irgendwas. Da wurde noch ein Verdeck dazugebaut, das zeige ich euch jetzt auch gleich alles. Simple IC ist auch was verbaut, auch nettes Gimmicks dabei. Aber wie gesagt, da kommen wir dazu. Das ist die Version, ja. Die Beta-Version, ne? Beta-Update sozusagen. Und die Version hat jetzt hier 46 Megabyte. Total geniales Teil. Überlege ich mir sogar, ob ich mit denen mit reinnehme beim Projekt. Mal gucken. Wie gesagt, hier Eicher EA400. 40 PS Standard, 38 Liter Sprit passt in den Tank. Und 28 km/h kann diese Version dann auch laufen. So, Hauptfarbe könnt ihr ändern, den ganzen Farben hier, je nachdem, was ihr braucht. Was ich allerdings wieder mal nicht gefunden habe, Designfarbe. Ne? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wo die reingehört. Ich habe einiges probiert. Hier steht, ja, Eicherblau restauriert. Ob da nochmal irgendwie, aber wie gesagt, leider, tut mir leid, ich habe es nicht gefunden, zu was das gehört. Ne? Dann können wir hier auswählen, Standard, so wie jetzt da steht, den Bügel, dann haben wir Bügel mit Arbeitslicht, dann kommt hier hinten eine Lampe dazu, ne? Und dann haben wir hier noch die, ja, das Dach, da wo jetzt praktisch angekündigt, ob es ja, das reine Update praktisch ist, das Dach hier, ne? Und ja, wieder Standard ohne Dach, ohne was. Dann haben wir hier noch auswählen, 40 PS oder 50 PS, je nachdem, was ihr wollt hier, da könnt ihr es dann auswählen. So, ich habe jetzt einfach mal alle Versionen hier gekauft. Ihr seht schon, hier kann man doch ein bisschen was tun. Ne, so sieht er aus. Ich mache hier gerade mal das Licht ein bisschen an. Ihr seht schon hier die ganzen Simple IC Sachen. Ein paar habe ich gefunden, wo man klicken kann. Allerdings, wie immer, ihr wisst ja, vergesse ich wieder einiges. Ne? Das ist ja klar hier. Dieses Ding kann man auch wegmachen. Ne? Zack. Ja, müsst ein bisschen kurz warten. Dann ist es weg. Dann kannst du aber auch wieder hinmachen. Bei den ganzen hier natürlich auch. Hier der Bügel ohne Licht. Hier der Bügel mit Licht. Und hier haben wir dann das Dach. So, was kann man noch machen? Simple IC, wie man davor steht. Man kann hier die Schutzbleche wegmachen. Auf beiden Seiten. Hier kann man noch den Motor aufmachen. Ne? So. Und wenn euch das irgendwie so komisch ist, könnt ihr hier auch mit der schönen Animation hier einfach mal öffnen. Zack. Und dann klappt es nach vorne. Ne? Könnt ihr auch reingucken. Und dann könnt ihr wieder hier auch wieder schließen das Ganze. So. Hier wie gesagt, die Schutzbleche gehen weg. Auf beiden Seiten. Wenn es euch gefällt oder nicht gefällt, dann einfach weg damit. Hier haben wir noch einen Deckel aufgemacht. Ne? Und von dem her, ja. Gut. Machen wir wieder zu hier. Jetzt komme ich wieder nicht hin. War ja klar, ne? Wie soll es da anders sein? Zack. Funktioniert wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt wieder zu nah. Ja, jetzt. Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Dach an. Gucken wir, hüpfen mal rein in die Kiste. Innen drin sieht es dann so aus. Ne? Das Dach ist nicht runterklappbar scheinbar. Habe ich schon gelesen. Also von dem her könnt ihr hier eigentlich nur dieses... Na, das habe ich simpel hier ausgemacht. Hier könnt ihr praktisch dann noch das Teil wegmachen. Oder auch dran lassen, je nachdem wie ihr es halt wollt. Na, das mag es nicht mehr weg. So, ah ja. Okay, wenn ihr draußen seid, könnt ihr es komplett wegmachen. Wenn ihr drin sitzt, könnt ihr es umklappen. Das habe ich jetzt vorher auch nicht gehabt. Okay, gut zu wissen. So. Okay, sonst weiß ich jetzt spontan nicht, was noch geht. Deshalb würde ich sagen, guck mal nach der Hupe. Na, funktioniert. Dann machen wir das mal weg und starten mal den Motor. Jetzt könnt ihr theoretisch schon losfahren.
Echt eine feine Sache, das. So, ihr seht hier Schläuche natürlich nicht drin. Ich würde sagen, das gab es damals einfach auch noch nicht. Aber ihr hört. Ich würde sagen, der ist einfach zu schwach. Ja. Aber völlig zu schwach. Ich fahre mal ein paar Meter. Der Zeiger vorne ist animiert, das funktioniert. Animiert, jetzt habe ich es. Lenken tut er ziemlich schnell. Und auch hier, ihr seht hier unten die Lenkung. Ja. Oh. Kollision fällt hier noch, aber wahrscheinlich, vielleicht ist es ja absichtlich so gemacht, dass es gerade keine Kollision hat. Ne? Lenkung finde ich toll, wenn man drin sitzt, sieht man es hier. Mit 36 läuft er. Lenkung, ja. Fuß wird betätigt, der rechte Fuß. So, gucken wir mal kurz noch ins Dunkle. Da können wir auch gleich noch gucken bei dem anderen mit dem Rücklicht, wie hell das dann wirklich tatsächlich ist. Einmal Licht, okay, das funktioniert schon mal. Zweimal Licht, dann können wir vorne noch ein Licht dazu, das funktioniert auch. Dreimal Licht tut sich jetzt erstmal gar nichts. Viermal Licht geht wieder alles aus. Hier drin haben wir keine Beleuchtung. Gut, brauchen wir auch eigentlich nicht, ne? Gut, Blinker haben wir auf einer Seite, genau, hinten funktioniert die Sache auch, vorne sieht man es auch schon und Warnblinker funktioniert auch. Logdatei, ja, ihr seht, er ist fehlerfrei, das passt soweit auch, gut. Mal den kurz ausmachen, hüpfen mal kurz in den mit dem Rücklicht rein, dass ihr das auch noch seht hier, machen wir mal an. Also einmal Licht vorne, zweimal Licht geht das an, dreimal Licht passiert auch nichts und viermal Licht wieder alles aus. Ne? Also von dem her, ja. Und auch vom Fahren her, vom Licht her, ja, reicht ja aus. Ich denke, das reicht. Genau. Gut. Ja, feine Sache das. Wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr sie runterladen. Ja, sucht euch einen schönen aus und habt Spaß damit einfach. Genau. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Wünsche euch was und ciao.